Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick. Heute werfen wir mal gemeinsam einen Blick auf diesen Opel Mokka X. Der Opel Mokka kam 2012 auf den Markt als einer der ersten Vertreter der Kompakt-SUVs und vor allem einer der ersten Vertreter, die auch mit Allradantrieb lieferbar waren. Grund genug für uns, dass wir mal schauen, was taugt er so von außen, von innen, was gibt die Technik so her und wie fährt er sich denn überhaupt? In dem Fall haben wir einen 2018er Mokka X. Das heißt, der Mokka wurde 2016 mal gründlich renoviert, alles wurde verändert, vor allem die Optik hier in Front hat sich grundlegend verändert und dann wurde aus dem Mokka ein Mokka X. Ja, in der Gegend, wo ich herkomme, verwechselt man Mokka X auch schnell mal mit Mokka Fix, aber sei es drum, fangen wir am besten mit dem Design mal an. Und ganz vorne haben wir das Opel-Logo, was ja so ein bisschen auf Flügeln getragen wird. Das ist im Moment die ganz typische Designsprache von Opel, genauso wie diese LEDs, die dieses Dreieck bilden. Das heißt, er passt da sehr, sehr gut in das Markengesicht hinein und da sieht man noch nicht, welche Modelle zusammen mit GM und welche zusammen mit PSA entwickelt wurden. Hier gibt es einen sehr einheitlichen Look, auch mit den Sicken auf der Motorhaube. Und wenn man dem Ganzen mal so ein bisschen folgt, dann fällt erstmal auf, hier zieht sich dieser Unterfahrschutz und diese Offroad-Optik mit. Ja, der Mokka X ist dann wahrscheinlich auch eins der wenigen Modelle, die das verdienen, denn er ist ja schließlich mit Allradantrieb lieferbar. Ja, und designmäßig hier an der Seite, ich persönlich war nie ein Freund der Spiegel. Weder von innen noch von außen gefallen sie mir designmäßig, aber das ist wahrscheinlich wirklich Klagen auf etwas zu hohem Niveau, genauso wie hier die Dachreling, das sind Dinge, die mir optisch nicht so gut gefallen. Deutlich schöner finde ich dann schon diese Chromeinfassungen hier auf den Türgriffen. Und wenn man der Linie mal so folgt, merkt man, okay, der Mokka X ist größenmäßig zwischen Crossland und Grandland positioniert. 4,28 Meter ist das Ganze lang und von der Höhe ja ein Tick mehr Offroader als zum Beispiel der Crossland ist. Und wenn wir dem Ganzen mal hier bis zum bitteren Ende folgen, sehen wir auch hier ist nochmal diese, ja, Unterfahrschutzoptik angetäuscht und mit den getönten Scheiben ist das an sich ein sehr harmonischer Übergang. Ja, den Griff vom Kofferraum würde man vielleicht hier vermuten, aber der ist eine ganze Ecke tiefer positioniert. Das ist vielleicht von der Ergonomie nicht so ideal. Liegt zum Teil auch daran, dass wenn man hier mal schaut, unter der Chromspange haben wir die Rückfahrkamera. Die Rückfahrkamera hat leider keine Abdeckung. Das heißt, sie wird zwangsläufig früher oder später dreckig werden, außer man reinigt sie gründlich. So, und dann geht die Kofferraumklappe sehr, sehr weit auf. Hat natürlich den großen Vorteil, ich kann hier drunter stehen. Nachteil davon ist, wenn ich ein kleinerer Mensch bin und ich muss hier hoch, um das Ganze zuzumachen, dann wird es schwierig. Das heißt, mit 1,80 ist das kein Problem. Mit 1,70 auch nicht. Mit 1,60 wird es auch noch gut gehen, aber alles darunter, dann wird es schon ein bisschen unbequem. So, was haben wir hier an Kofferraum? Ladekante ist erstmal sehr, sehr angenehm. Das heißt, ich habe hier einen guten Übergang. Auch wenn man sich mal draufsetzt, sieht man, das hier ist sehr, sehr eben. Darunter habe ich ein Notrad, also nicht noch mehr Platz. Platzmäßig an sich, ich habe 356 Liter. Das heißt, unser Rucksack passt hier gut rein. Ist, ich sag mal, die Standard-Golf-Größe, die einem hier geboten wird. Wenn ich das Ganze umlege, werden es 1373 Liter. Ja, Werte, die man sich nicht so gut merken kann. Wie kann ich das Ganze eigentlich umlegen? Bei vielen größeren Autos hat man inzwischen ja Hebel und ähnliches, dass die Rückbank direkt umfällt. Das habe ich hier nicht. Und meine Hutablage nimmt mir sehr viel Platz weg. Das heißt, wenn ich jetzt von hinten die Rückbank umlegen möchte, dann wird es schon ein bisschen unbequem. Dann muss ich hier so einmal durchgreifen und schneide mich dann hier an der Hutablage. Das hätte man vielleicht ein bisschen glücklicher lösen können und das ist auch schon bei Crossland und Grandland eine ganze Ecke schicker im Vergleich zum Mokka. Aber das ist hier der Kofferraum und ob einem 356 Liter reichen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn wir dann mal weitergehen in den hinteren Bereich und mal schauen, wie komme ich denn hier rein. Einstiegsleisten, ha, typisch 2018, gibt es natürlich keine. So, dann merke ich, der Einstieg ist okay. Das heißt, das Loch in der Karosserie, in das ich rein möchte, ist durchaus groß genug. Und ich muss auch sagen, die Gewichtung zwischen Gepäck und den Passagieren auf der Rückbank ist völlig in Ordnung. Das heißt, ich kann, wenn der Sitz für mich bequem eingestellt ist, auch hier noch angenehm sitzen. Ich stoße zwar an den Sitz, aber das ist noch nicht wirklich, ja, Druck, der da bei dem Kontakt ausgelöst wird. Viel eher stört mich dann diese Dachlinie bzw. der Fensterverlauf. Dadurch bin ich hier schon so ein kleines bisschen, ja, eingeschränkt hier hinten. Aber auch das geht noch. Zu dritt auf der Rückbank würde es dann natürlich ein bisschen knapp werden. Aber für zwei Erwachsene ist das Ganze doch überhaupt kein Problem. Und ich kriege auch jede Menge Ablagemöglichkeiten. Ich habe eine Ablage, ich habe darunter noch eine zweite Ablage und ich habe hier noch meine dritte Ablage, wo auch so eine Flaschenhalterung integriert ist. Das ist also gar nicht mal so verkehrt. Das Platzangebot für die Menschen hier auf der Rückbank ist also durchaus okay, aber ich möchte noch mal auf das Thema Gepäck eingehen, denn die Rücksitzbank umlegen sollte ja immer etwas sehr Einfaches sein, aber man merkt dann hier, okay, das
will nicht mehr so wirklich weiter. Was ist jetzt Rätsels Lösung? Ich habe hier Schlaufen unter den Sitzen, allerdings nicht, um die Sitze nach vorne hinten zu schieben, sondern ich kann damit die ganze Sitzbank so vorklappen und dann faltet sich das Ganze so hinterher, wenn ich natürlich noch die Kopfstützen entsprechend runtergefaltet habe. Aber das bedeutet, ich habe keine Chance, von hinten meine Rücksitzbank umzulegen. Und das finde ich doch eher unpraktisch. Aber wie praktisch es jetzt vorne wird, das schauen wir uns jetzt direkt mal vorne im Cockpit an. Für den ersten Eindruck entscheidend sind natürlich die Sitze, auf denen man sitzt. Und typisch Opel bekommt man hier Aktion gesunder Rücken geboten, wenn man das Ganze bestellt hat. Also ein Sitz, der wirklich vielseitig verstellbar ist. Nicht nur die Höhe, sondern auch die Neigung. Und ich persönlich finde ihn von der Polsterung auch sehr gut. Allerdings teilen sich da die Meinungen ein bisschen. Während ich den Sitz sehr gut finde, findet unsere Kamerafrau den Sitz eher unpassend, da man so drauf sitzt. Und wenn man kleiner ist, ja, die Sitzgröße nicht ganz zu einem passt, aber wie gesagt, ich finde ihn sehr gut. Das liegt aber auch daran, dass ich hier so eine Art Captain's Chair habe. Das heißt, meine Armlehne ist direkt an meinem Sessel befestigt und ich kann sie hiermit verstellen. Und das ist für mich als Fahrer natürlich sehr angenehm. Der Beifahrer hat allerdings keinen Captain's Chair, das heißt, er hat auch keine eigene Armlehne. Das würde hier einfach aufgrund der Innenbreite nicht funktionieren. Ja, das ist so ein bisschen dann die Zwei-Klassen-Gesellschaft, die sie hier ergibt. Aber mir als Fahrer geht es gut, von daher kann ich auch direkt weitermachen. Das Lenkrad ist Standard Opel altbekannt, sowohl die Tasten als auch die Heizungsfunktion, die ich in allen Klassen geboten bekomme. Und was brauche ich noch zum Fahren? Ja, den Schaltknauf bzw. den Automatikwählhebel. An sich altbekannt, das heißt von P bis D kann ich das Ganze hier nach hinten ziehen. Ich finde es doch sehr ungewöhnlich, dass ich die manuelle Funktion hier auf dem Schaltknauf habe. Das heißt, ich habe hier eine Taste für Plus und Minus. Um die zu benutzen, muss ich vorher extra in den manuellen Modus gegangen sein. Und dann, wenn ich in diesen manuellen Modus gehe, ist der Wählhebel sehr, sehr weit hinten. Und dann, wenn ich fahre, muss ich quasi also eine unnatürliche Handbewegung machen, um irgendwie damit zu schalten. Das ist wirklich nicht sehr klug gewählt. Bedeutet halt, ich werde diese manuelle Funktion einfach nie benutzen. Aber das gehört halt irgendwo mit dazu und ist bei dem Auto auch eigentlich unnötig. Viel wichtiger bei so einem Auto aus meiner Sicht sind die Ablagemöglichkeiten. Genauso wie hinten habe ich in der Tür einfach sehr viel. Das heißt, ich habe hier eine von oben, eine darunter und noch eine darunter. In dem Fall für noch größere Flaschen als hinten. Ich habe hier in der Mitte noch Flaschenhalter. Ich habe hier unter meiner Armlehne noch ein Staufach. Ich habe hier ein Staufach vor meinem Automatikwählhebel. Da finde ich sehr schön, dass die Beschriftung, wo mein AUX-Eingang, mein USB-Eingang und meine 12-Volt-Steckdose ist, hier nochmal direkt so ist. Und ich muss hier nicht einfach blind rumsuchen. Das ist wirklich sehr klug. Aber ich habe zum Beispiel nichts hier am Dachhimmel. Das heißt, ich habe hier kein Brillenfach oder ähnliches. Das heißt, ich muss mit dem klarkommen, was ich hier unten so finde. Aber da habe ich auch mehr als genug Ablagemöglichkeiten. Hier oben verschenkt man vielleicht die ein oder andere. Typisch Opel. Ich habe einen hellen Dachhimmel und dann einen dunklen Spiegel, das gehört mit dazu. Und weil es vorhin mal die Frage gab, was ist denn eigentlich dieses kleine Ding da vorne? Das sieht ja so aus wie eine Überwachungskamera. Was macht das eigentlich? Das ist von der Diebstahl-Warnanlage der Sensor zur Innenraumüberwachung und auch die Status-LED, die mir sagt, ja, deine Alarmanlage ist an. Ansonsten das Kombi-Instrument, sehr, sehr schlicht und sehr, sehr übersichtlich und jetzt auch endlich mal mit einem Farbdisplay hier in der Mitte. Das ist auch ein wichtiges Feature beim Mokka X, aber ich denke, in Sachen Ablesbarkeit hat man da überhaupt keine Probleme. Ich bekomme halt leider keine Navigationskarte oder ähnliches. Sowas fehlt vielleicht im Vergleich zu manch anderem Fahrzeug. Dafür habe ich hier diesen relativ großen Screen, der mir auch Möglichkeiten von Android Auto, Apple CarPlay und all diese Funktionen bietet. Da bin ich also wirklich modern unterwegs. Ich persönlich bin nicht der Riesenfreund von den Touch-Systemen, denn wenn ich unterwegs bin, muss ich mir da immer irgendetwas raussuchen. Denn im Vergleich zum normalen Mokka hat der Mokka X das hier sehr, sehr wenig Tasten und ist sehr aufgeräumt. Das heißt, was die Optik im Cockpit angeht, ist das ein deutlicher Fortschritt. Klimasteuerung hier sehr einfach und hier habe ich halt immer ein paar Blindtasten. Das finde ich schade. Was hätte ich hier für Tasten? Einparkhilfe ist klar, aber dann hätte ich auch noch meine Spurverlassenswarnung. Ich hätte hier noch den Wechselmodus zwischen Gas und Benzin und ich hätte noch eine vierte Taste, deren Inhalt ich vergessen habe, weil es so selten bestellt sein wird, dass hier aber einfach nur jeder immer eine Blindtaste haben wird. Ansonsten alles sehr, sehr einfach zu finden. Vom Blinkerschalter zum Wischerschalter und meine Lichtverstellung. Einfach alles genau da, wo ich es erwarte und keine Überraschung. Ich sitze an sich hier sehr, sehr hoch und habe es relativ luftig und wir müssen einfach mal schauen, wie wirkt sich das denn eigentlich während der Fahrt so aus und wie ist denn dieses hohe Fahrgefühl? Ich erwarte natürlich jetzt großen Komfort, denn ich habe diese bequemen Sitze. Ich sitze hier erhöht und ja, das Einzige, was mich hier tatsächlich stört, ist, dass ich in diese Spiegel schaue, die ich nicht so schön finde. Aber wie wir jetzt von A nach B kommen technisch, das schauen wir uns jetzt mal vorne an. Um zum Motor zu bekommen, heißt es einmal Hebel ziehen und dann habe ich hier vorne noch einen zweiten Hebel, den ich zur Seite schieben muss.
und noch eine klassische Stange, die ich hier in Position bringe. So, was erwartet uns hier? Erstmal, was ist denn die Basis? Gamma 2 heißt die Plattform. Gibt es noch ein Opel-Modell auf der Gamma 2-Plattform, was verkauft wird? Ja, der Opel Karl basiert ebenfalls auf der Gamma 2-Plattform. Und wenn wir hier dann mal so reinschauen, sehen wir, okay, wir haben hier sehr, sehr viel Fläche zwischen Motor und Motorhaube. Das heißt, alles, was ich hier an Technikkomponenten habe, ist versucht worden, so tief wie möglich reinzubauen. Und was mir als nächstes auffällt, ich habe hier kein Opel-Logo auf meinem Motor. Das heißt, wenn ich nur mich hier umschaue, schauen wir mal kurz, ob ich irgendwo ein Logo habe, an dem ich erkenne, von welchem Hersteller es ist. Okay, die Scheinwerfer haben ein GM-Logo. Und dann hört es hier auch schon fast mit Logos auf. Das ist also sehr, sehr inkognito, das Ganze. Was ist es denn für ein Motor? Es ist ein 1,4 Liter Turbo-Benziner mit 140 PS und 200 Newtonmeter. In dem Fall geht es an eine 6-Stufen-Automatik. Und mit der Automatik geht es in 10,7 Sekunden auf 100 km/h und 191 wird das Ganze schnell. Den Motor gibt es natürlich auch in einigen anderen Opel-Modellen. Da sind die Werte zum Teil besser. Das liegt einfach daran, der Mokka X ist eine ganze Ecke höher und beim Luftwiderstand macht sich das Ganze natürlich bemerkbar. Leergewicht 1409 Kilo, finde ich persönlich, sind für das Auto ganz okay, vor allem auch mit Automatik. Die Automatik ist doch nur 15 Kilo schwerer als der Handschalter, da braucht man sich also nicht so viel Gedanken machen. Allerdings sind die Beschleunigungs- und Leistungswerte bei dem Handschalter eine ganze Ecke besser und auch der Verbrauchswert. Als Automatik ist er mit 6,2 Litern angegeben. Ja, wenn man mal so schaut, was verbrauchen denn die Leute, zum Beispiel bei Spritmonitor, geht es dann schon Richtung 8 Litern, da ist nämlich der Durchschnitt bei 7,9. Bei schnellen Autobahnetappen wird es auch mal mehr. Das heißt, die größte Schwäche von diesem Motor ist, wenn er die Leistung abgeben soll, dann verbraucht er auch hin und wieder ein bisschen. Dafür sind die Motoren verhältnismäßig robust und man hat damit wenig Sorgen. Auch bei den Getrieben sind jetzt nicht übertrieben viele Ausfälle bekannt. Das heißt, da ist man auf der sicheren Seite. Eine Besonderheit vom Mokka X ist, ich kann ihn mit Allradantrieb bestellen. Wenn ich einen Allradantrieb bestelle, bekomme ich auch ein 1,4er Turbo, allerdings mit 152 PS, 235 Newtonmeter. Ist ein anderer Motor, den bekomme ich, wie gesagt, nur mit dem Allradmokka. Und wie fährt sich so ein Allradmokka? Er hat eigentlich immer 100% der Kraft vorn, um Sprit zu sparen. Im Bedarfsfall und beim Anfahren geht die Kraft aber auch mit nach hinten. Im Zweifelsfall bis zu 50% der Kraft kann er nach hinten leiten. Kann unser Mokka, den wir heute hier haben, nicht. Der hat Frontantrieb, 140 PS und eine Sechsgangautomatik. Und wie sich das Ganze so auf der Straße schlägt, das schauen wir uns jetzt an. Unterwegs im Mokka X, wie immer zuerst der Blick auf das Getriebe, in dem Fall 6 Stufen Wandlerautomatik. Wandlerautomatik hat natürlich den Vorteil von sehr sanften Anfahren und auch die Schaltvorgänge an sich sind hier sehr, sehr unmerklich und auch die Abstimmung von der Länge her passt gut zum Auto. Das heißt, dazu gibt es eigentlich verhältnismäßig wenig zu sagen. Dazu passt auch der Motor, der sich an sich immer sehr, sehr dezent zurückhält. Ja, am auffälligsten dabei ist vielleicht der Verbrauch. Das heißt, wenn man ihn mal tritt, ja, dann geht es schnell in die zweistellige Richtung. Akustisch ist er, wie gesagt, ja, sehr zurückhaltend. Das heißt, wenn man dann doch mal dem Ganzen so ein bisschen auf den Zahn fühlt, ist der Sound halt nicht so überragend. Aber dafür ist der Vortrieb mehr als ausreichend. Das heißt, nur 1,4 Tonnen mit 140 PS, das passt ganz gut zusammen. Und vom Durchzug her sollte das wahrscheinlich jedem Mokka-Fahrer durchaus ausreichen. Das große Problem, was mir beim Fahren auffällt, ist also nicht Motor oder Getriebe, sondern tatsächlich das Fahrwerk. Man kommt verhältnismäßig flott um jede Ecke, aber dafür muss man einen hohen Preis bezahlen. Und dieser Preis ist der Fahrkomfort. Das heißt, das Fahrwerk vom Mokka X ist unglaublich hart. Also das Auto sieht ja an sich aus wie hoch und weich. Es ist auch hoch, allerdings ist es halt sehr, sehr hart gefedert, um noch genug Restsportlichkeit zu liefern. Aus meiner Sicht braucht so ein Auto allerdings keinen Restsportlichkeit und müsste deutlich weicher sein. Insbesondere so kurze Stöße wie hier der Übergang zu einer Brücke kommen halt direkt ins Fahrzeug durch und das hätte man sich sparen können. Denn an sich die Akustik im Auto ist durchaus okay. Als einziges, ja, wenn man Ganzjahres- oder Winterreifen auf dem Auto hat man ein relativ lautes Abrollgeräusch, aber das könnte man mit anderen Reifen sehr, sehr leicht lösen. Das Fahrwerksthema wird man allerdings nicht lösen können. Wenn man sich dann mal hier in so umschaut, dann fällt auf, dass der Übergang zwischen Tür und Cockpit
Cockpit ganz schön ist. Allgemein dieser Schwung im Cockpit sieht sehr schick aus und auch, dass alles so aufgeräumt ist, macht beim Fahren schon Spaß. Und Ablesbarkeit von Instrumenten hilft natürlich auch. Das heißt, ich finde mich hier sofort zurecht. Ein bisschen komplizierter wird es nur in dem Moment, wenn ich sage, ja, ich möchte jetzt hier Navigation und möchte etwas eingeben, dann habe ich halt Touch. Und Touch ist insbesondere während der Fahrt aus meiner Sicht eigentlich keine wirklich sinnhafte Option. Da fände ich irgendeinen Regler, der immer in der gleichen Position ist und den ich drehen kann, schon deutlich sinnvoller. Die Übersichtlichkeit dabei ist an sich ganz gut, vor allem nach vorne habe ich keine sehr, sehr breite A-Säule. Ich habe hier extra doppelt ausgeführte Fenster, das gleiche auch hinten. Die C-Säule ist natürlich wie bei allen kompakten SUVs verhältnismäßig massiv. Bei dem Auto hilft dann noch eine Rückfahrkamera und damit geht es auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, das ist ziemlicher Durchschnitt für die Klasse und völlig in Ordnung. Und es ist halt Teil des Preises, den man bezahlt, wenn man einen kompakten SUV haben möchte. Genauso wie man ja auch etwas höhere Verbräuche und schlechtere Beschleunigungswerte hat im Vergleich zu einem Fahrzeug, was das gleiche kann und die gleiche Größe hat, aber eben ein Stückchen tiefer und leichter ist. Wenn man dann mal so ein bisschen an Tempo gewonnen hat, dann fällt positiv eigentlich die Lenkung auf. Die Lenkung ist sehr, sehr direkt und macht viel Spaß, wie auch bei anderen Opel-Modellen. Und das Fahrwerk hilft in dem Moment dabei. Das heißt, das Thema Agilität ist aus meiner Sicht beim Mokka X kein Thema. Also da bekommt man jede Menge geboten. Der Preis ist halt tatsächlich der Federungskomfort. Jetzt bleibt noch so ein bisschen die Frage, ja, wie viel Geländegängigkeit und Offroad steckt denn eigentlich im Mokka X? Ja, ich bekomme ihn mit Allradantrieb, der zwar nicht permanent ist, aber mir halt bei Traktionsverlust helfen kann. Aber das war es dann auch schon ziemlich. Das heißt, ich habe keine Geländeuntersetzung oder irgendwelche Sperrdifferenziale und Ähnliches, die mir irgendwie helfen können. Ich habe auch kein in der Höhe verstellbares Fahrwerk. Das heißt, der ist so, wie er ist und kommt dann gut über einen Feldweg. Allerdings große Offroad-Fähigkeiten sollte man dem Ganzen dann doch eher weniger zutrauen. Und insgesamt bleibt es dann also ein unglaublich unauffälliger Geselle. Er ist ein bisschen zu hart und davon abgesehen gibt es hier wenig zu kritisieren und auch wenig, was einen sofort begeistern würde. Also im Endeffekt wird einem wahrscheinlich Mokka Fix doch besser wach halten als der Mokka X mit seinem unaufgeregten Fahreindruck. Und was ihm das im Score beschert, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Fazit für unseren Opel Mokka X, dem Offroader, der bei Opel im Angebot ist, denn es ist nicht nur ein Kompakt-SUV, sondern er hat auch Allradantrieb. Ja, wie schlägt er sich so auf der Straße? Ich persönlich finde ihn einfach nur viel zu hart. Das ist aus meiner Sicht die große Kritik am Mokka X. Ansonsten hat er eine unauffällige Motor-Getriebe-Kombination, einige praktische Details und er passt halt einfach in den aktuellen Zeitgeist. Ja, wie wirkt sich das so im Carranger-Score aus? Bei der Anschaffung bekommt er 8 Punkte. Mokka X, vor allem als Jahreswagen, sind schon günstig zu bekommen und auch bei den Neuwagen gibt es Rabatte, sodass der Mokka X zu einem der günstigsten SUVs mit Allradantrieb wird. Das ist wirklich attraktiv. Beim Unterhalt bekommt er dafür nur 6 Punkte, denn die Verbräuche sind entsprechend hoch. Ich kann natürlich auch einen der Diesel nehmen. Ja, aber auch dann muss man sich wieder die Frage stellen, wer bestellt denn heutzutage den Diesel und wer bestellt im Moment den Benziner? Beim Platzangebot gibt es ebenfalls 6 Punkte. Ich finde es schön, dass die Gewichtung für die hinteren Passagiere ganz okay ist vom Platzangebot, aber dass ich wirklich meine Rücksitzbank nicht einfach so umlegen kann, das ist natürlich schade. Beim Komfort gibt es 5 Punkte. Hier leidet er aus meiner Sicht eindeutig einfach nur unter dem zu harten Fahrwerk. Das passt nicht zum Fahrzeugkonzept aus meiner Sicht. Das Fahrzeugkonzept ist der große Vorteil beim Wiederverkauf. Daher gibt es auch 7 Punkte. Es ist ein Kompakt-SUV. Das wird einem quasi aus den Händen gerissen. Macht also für den Kopf 32 Punkte. Und die, die mit dem Herz einen Mokka kaufen wollen, die könnten jetzt noch dranbleiben. Das werden wahrscheinlich 2 Menschen sein. Beim Design gibt es 5 Punkte. Das ist die typische Opel-Formsprache, das gefällt mir sehr gut. Manche Details wie der Spiegel, hier diese Seitenlinie, ja, das ist nicht unbedingt das, was ich persönlich schön finde. Beim Fahrspaß gibt es 4 Punkte. Naja, es ist ein Kompakt-SUV, also Fahrspaß ist nicht unbedingt die Ambition. Der große Vorteil vom Mokka X ist, ich kann den Feldweg auch mal mitnehmen, auch dann, wenn es vorher geregnet hat, denn ich kann ihn mit Allrad bestellt haben. Bei der Ausstattung gibt es dann 7 Punkte. Ich bekomme an sich alles, was heutzutage wichtig ist, auch ein Assistenzsystem. Aber diese ganz, ganz modernen Highlights fehlen einfach dadurch, dass das Fahrzeugkonzept schon von 2012 ist. Beim Klang gibt es 5 Punkte. Ich habe einen sehr zurückhaltenden 1,4er Benziner, aber unter Last, ja, kommen nicht die großen Emotionen auf. Und zum Thema Image gibt es nochmal 7 Punkte. Es ist ein Kompakt-SUV. Damit tritt man heute eigentlich immer richtig auf.
auf. Vor allem auch in den etwas älteren Altersklassen wird man da mit Wohlwollen aufgenommen. Das war es also zum Mokka X. Auch ich habe ihn mit Wohlwollen aufgenommen, auch wenn er mir wirklich einfach viel zu hart ist. Und damit haben wir jetzt auch die Reihe Crossland Mokka X Grandland komplett. Aus meiner Sicht, für all diejenigen, die keinen Allradantrieb brauchen, ist der Crossland die interessanteste Alternative, denn er ist eine ganze Ecke billiger als der Mokka und ist auch deutlich bequemer. Dann schauen wir mal, welche Kompakt-SUVs uns noch so über den Weg laufen oder fahren. Euch bis dahin gute Fahrt, teilt fleißig eure Meinung über den Mokka X. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!